Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und es gibt Battlefield 4 Gameplay Footage mit der Kettensäge, wie ich sie gerne nenne. Das ist die Farmers. Das Ding sägt einfach nur alles ab, was vor dir steht. Das ist der Wahnsinn, das Ding. Aber darum soll es natürlich wie immer nicht gehen. Es geht heute um Olympia, die Winterspiele. Die sind jetzt natürlich schon seit einer Woche vorbei, ich weiß. Etwas hinterher, würde ich fast sagen. Aber eigentlich gar nicht um die Olympischen Winterspiele. Weil, jetzt sind wir mal ehrlich, also 40 verschiedene Arten Schlitten zu fahren und 30 verschiedene Arten Ski zu fahren und was weiß ich noch, ist irgendwie nicht so spannend anzuschauen. Ich meine, Eishockey war geil, aber der Rest war irgendwie so nicht das Wahre. Deswegen komme ich zu etwas anderem im Zusammenhang mit den Olympischen Winterspielen. Und zwar gibt es ja immer hier diese hübschen Medaillenzeremonien. Da ist ja immer Nationalhymnen, Plinkelei im Hintergrund. Und da fällt mir jedes Mal wieder auf, wenn ich Nationalhymnen höre, Mann, sind die langweilig und aus der Mode gekommen. Ich weiß, das ist natürlich so Tradition und so weiter, aber ich bin ganz ehrlich, ich will neue Nationalhymnen und zwar weltübergreifend. Durch die Bank etwas modernere Nationalhymnen. Und ich würde echt gern wissen, was dabei rauskommen würde, weil, ich meine, wenn man jetzt eine Abstimmung halten würde, wahrscheinlich würde die Hymne beibehalten werden, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wenn man die Hymne ändern würde, welches Genre würde da gewinnen? Also mein persönlicher Favorit wäre natürlich jetzt irgendwie so hier Deutschrap, Kollege und Farid Bang, die neue Nationalhymne, wir ficken euch alle in den Arsch. Das wäre einfach mega geil. Stellt euch dann die Medaillenübergabe vor. Oder bei WM-Finale gegen Litauen, Fußball. Vor dem Spiel die Hymnen. Wir ficken euch in den Arsch! Und dann, ich kann leider nicht rappen, deswegen. Aber dann alle Spieler stehen so nebeneinander und rappen voll mit. Und dann, oh, das wäre schön. Also das wäre wirklich cool. Die Nationalhymne heute wird gesungen von Bushido. Yeah! Das fände ich mega geil. Also das wäre mein persönlicher Traum. Ich muss zwar sagen, ich hasse diese Art von Musik, aber das fände ich so derbe lustig. Einfach Deutschrap als Nationalhymne. Ein anderer cooler Vertreter wäre natürlich Heavy Metal oder so. Wir sind die Deutschen! Wir sind besser als ihr! Das ist auch etwas, was mich stört an Nationalhymnen. Der Text von Nationalhymnen, der ist auch irgendwie so neutral. Also ich meine, wann werden Nationalhymnen gespielt? Okay, bei besonderen Anlässen. Hier irgendwie bei deutschen Feiern, so hier, was weiß ich, Bundespräsidentenentlassung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo jetzt hier im Deutschland die Nationalhymne gespielt wird, zu welchen Anlässen. Aber sonst ja eigentlich nur bei Wettkämpfen. Und ich finde, da sollte es nicht so sein, hey, Einigkeit und Recht auf, wir sind coole Demokraten, bla bla bla. Übrigens, ich kann den Text jetzt nur, ich kann den Text schon, wie das jetzt so rüberkommt. Ich finde, das muss viel mehr rein. Wir haben die dicksten Eier, wir Deutschen. Wir haben die längsten Schwänze. Wir sind die Besseren. Wir haben schon zwei Weltkriege angefangen und würden es wieder tun. So vom Prinzip her. Ich finde, Nationalhymnen sind viel zu langweilig. Und ich will mal eure Meinung dazu hören. Welches Genre hättet ihr am liebsten als Nationalhymne? Und dann textmäßig, was würdet ihr da euch aussuchen? Also in welche Richtung würde ich da gehen? Und in anderen News, um jetzt hier mal so Björns Wochengedanken noch zusammenzufassen, um noch ein paar rauszubringen. Ich habe wenig Titanfall eigentlich geschaut. Titanfall, da war ja die Open Beta, und ich weiß gar nicht, wie open die wirklich war, aber es war eine Beta. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, das sah mir viel zu heftig aus. Also jetzt nicht heftig gut oder heftig schön oder heftig arschfick geil, sondern einfach nur viel zu heftig. Da bin ich nicht drauf klargekommen. Ich habe nicht durchgeblickt und es sah auch irgendwie meiner Meinung nach nicht so witzig drauf. Aber es sah nicht so witzig aus, aber alle gehen da so voll drauf ab, wo ich mir dann denke, hä? Wirklich? Das soll so viel besser sein als COD und Battlefield? Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Und ich mache mal wieder den klassischen Björn gegen alle. Ich sag, Titanfall wird nicht so toll, wie alle denken. Das Einzige, was die halt zugute stehen haben, ist, dass die noch nicht diese Vorurteile haben, von wegen es ist jedes Jahr dasselbe Spiel und wir haten sie einfach mal ohne Grund. Aber sobald das ein Jahr später nochmal rauskommt, wird wieder alle sagen, Titanfall, immer dasselbe, immer mit blöden Robotern, immer mit blöden Waffen, lag, blö, 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 blö. Aber
Etwas Positives ist, ich würde es mir natürlich holen, falls für die PS4 rauskommen sollte. Und das kommt angeblich für die PS4 raus. Das wurde als kursiert als Gerücht. Und übrigens hier eine Sache noch. NBA 2K14, meine Karriereserie, werde ich auch wieder fortführen. Ich glaube, da werden sich manche drüber freuen und ich werde mich vor allem drüber freuen, dass ich das wieder mache. Das ist nur deutlich mehr Arbeit und da brauche ich ein bisschen mehr Zeit, aber ich habe jetzt am Wochenende schön Zeit. Wahrscheinlich werde ich da mal wieder ein Video raushauen und dann schön brutal schnell durch die Saison durchflügen, damit man Richtung Playoffs kommt und da was vorangeht. Und damit ist jetzt schon wieder Ende. Lasst mal eure Meinung zum Thema Nationalhymnen da. Was haltet ihr davon, dass unsere neue Nationalhymne von Kollege eingesungen, eingerappt, eingekackt wird? Ich weiß nicht. Ich finde das mega witzig. Also ich finde das mega cool. Das würde einen komplett neuen Flair für alle Nationalevents geben. Und damit sage ich auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.